Also, reden wir über das Thema Hauptfigur. Es gibt Leute in Film- und Fernsehwissenschaft, in literarischen Wissenschaften, die meinen, es gäbe keine Filme, die mehr als eine Hauptfigur haben. Es gäbe keine Romane, die mehr als eine Hauptfigur haben. Setzen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Setzen wir uns mit dieser Frage auseinander. Das Wort, das am häufigsten für Hauptfigur im Englischen benutzt wird, ist das Wort hier: Protagonist. Protagonist. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen. Und Agon, es gibt ein Wort auf Englisch, heißt Agony. Agony. Agonie. Und Agony ist, bedeutet Schmerz. Allerdings, in der griechischen Sprache, diese Agonie bedeutet nicht unbedingt Schmerz, sondern ein Bewerb, so wie ein Wettbewerb, ein Streit. Also der Protagonist, die Hauptfigur, ist jemanden, dessen Streit oder Schmerz die Geschichte geht. Natürlich ist die Hauptfigur jedes Romans und jeder Film ein Spiegel der gesamten Menschheit, nicht? Weil wir all diesen Schmerzen, diesen Streit erleben. Und ohne diesen Schmerzen, ohne diesen Streit würde es doch keine Geschichte geben. Es würde keine Geschichten, es würde keinen Film. Es würde keine Bedeutung. Okay. Und wir haben hier so diesen Ausdruck Multi-Protagonist. Und man wird dann sagen, es gibt keine Multi-Protagonist, there are no Multi-Protagonist Films. Habe ich jemanden sagen hören. Und bereden wir das hier so ein bisschen und schauen wir uns in die Welt des Filmes mal an. Fangen wir mit Seven Samurai mal an. Also siebte Samurai. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Filme erwähnen wir hier jetzt. Magnolia, Seven Samurai, Psycho, Godfather Part 2 und The Lord of the Rings, Herr der Ringe. Okay, fangen wir mit Magnolia mal an. Also Magnolia, der ein sehr langer Film ist. Der ist sehr lang. Ich glaube, der ist so 2,5 Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger. Genauso wie ich sagte, die Herr der Ringe Filme sehr lang sind. Aber sehr gut funktionieren, dass die einfach so furchtbar gut gemacht sind. Hey, Caesar! Ah, hier kommt der. Da ist der. Okay. Magnolia. Wenn ich versuche, daran zu denken, dass es einen Film gibt, dessen Geschichte wirklich Multi-Protagonist ist, dachte ich, das müsste Magnolia sein. Denn Magnolia delves into the depths of many lives, berührt die Details von den Leben, den verschiedenen Lebensstilen von vielen Charakteren, bestimmt 7, 8, 9 Leute, die man in dem Film so wirklich so nah kennenlernt, nicht?
Und ich versuchte ja zu denken, also gibt es da eine Hauptfigur und wer ist das, ne? Und letzten Endes bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es doch eine Hauptfigur geht, um deren Geschichte die Geschichten der anderen so sich drehen, okay? Und das ist der bekloppte Kerl, der Tom Cruise spielt. An excellent performance on the part of Tom Cruise as well. Possibly his best. Wunderbarer Film, Magnolia. Ouch! Auch so ein independent Film. Da sind so Stachel da, Mensch. Ein independent Film. Äußerst gut gemacht. Magnolia. Wenden wir uns zum Seven Samurai. Sieben Samurai. Ja, also dieser Film kann man immer wieder schauen. Immer wieder schauen. Und da bleibt eine Hypnotisierung da. Wollen wir sagen, ja, also der Film The Seven Samurai hat doch sieben Hauptfiguren. Also die Namen, die Titel des Films lautet doch The Seven Samurai. Also es geht um diese sieben Kerle. Na gut. Schauen wir doch ein bisschen weiter. Gibt es eine Person, eine dieser Figuren, um deren Geschichte die gesamte Geschichte des Films dreht? Und welche wäre das? Man denkt vielleicht, bitte, frag mich nicht, an japanische Namen zu erinnern. Also in meinem Kenntnis von der japanischen Sprache momentan fällt das mir sehr schwer. Hey Caesar, komm du mal her! Es gibt der Kerl, der wahrscheinlich am sympathischsten ist, der ist ein bisschen so bekloppt und ein bisschen so kindisch, ne? Ein bisschen so unschuldig, ne? Dieser Kerl, der Samurai sein wird, der betrunken wird, der wird von dem berühmtesten Schauspieler da. Wie hieß der? Na gut, schon. Ich habe dich drum gebeten, mich nicht dran zu halten, mich an japanischen Namen zu erinnern. Wer ist die Hauptfigur von dem Seven Samurai? Gibt es so eine Hauptfigur? Also, ich werde ganz klar und deutlich sagen, ja. Und zwar, welche dieser sieben Samurai? Wenn man richtig daran denkt, wer ist derjenige, der versucht, etwas zu schaffen, ne? Der die vom Anfang an bis zu Ende ist. Und das ist der eine Kerl, der etwas älter ist. Der hat das runde Gesicht mit dem Schnurrbart, ne? Der ist eher so subtil. Viel subtiler als der andere, den ich erwähnt habe, der kindliche. Also der kindliche ist überhaupt nicht subtil. Der Film ist subtil. Und die Hauptfigur ist dann dieser Kerl, ich will sagen Chef, der ist aber, es ist schwer ihn als Chef irgendwie zu definieren, weil er so vorkommt, dass er mit allen redet als Gleichen, nicht? Der ist aber der Organisator, ne? Ich würde mal sagen, ja, also Seven Samurai hat doch eine Hauptfigur. Nehmen wir jetzt Godfather 2, habe ich auch erwähnt, weil das sind mehr oder weniger zwei Filme, die in einem Film sind. Und es geht um die Geschichte von Michael Corleone und um die Geschichte dessen Vater. Und es gibt die Rückblicke und Rückblende, also den ganzen Film durch. Na, eigentlich fängt der Film mit der Geschichte von dem Vater mal an. Das heißt, der Film fängt an mit Einzelheiten der Geschichte von
können wir sagen, der Hauptnebenfigur. Der Hauptnebenfigur. Und das ist der Vater von Michael. Vito Corleone. Robert De Niro spielt den. Ne? Und der Michael wird von Al Pacino gespielt. Godfather Part 2. Ich hoffe, dieses Argument ist bewiesen worden, dass The Godfather Part 2 hat doch eine einzelne Hauptfigur und dass diese Hauptfigur Michael Corleone ist. Wenn wir uns an dem, sagt ihr einen Namen, Norman Bates. Norman Bates, The Bates Hotel. Ein Charakter, der Anthony Perkins spielt in dem Film Psycho. Psycho, wenn man will. Ein Film von keinem geringeren Meister des Films, der Filmemacherei, als Alfred Hitchcock. Wer ist die Hauptfigur von Psycho? Ganz am Anfang scheint es so. Das ist sehr klug gemacht, dieser Film, nicht? Weil die Aufmerksamkeit der Zuschauer ist ganz, ganz, ganz auf die Blonde, ne? Die blonde Frau. Die läuft von ihrem Arbeit weg und sie klaut das Geld des Klienten, nicht? Und man denkt dann, ah ja, die Filmgeschichte geht um sie und ihre Agonie. Wird sie doch umgebracht nach 30 Minuten des Films. Ah ja, okay, die Vermutung ist um. Es geht doch nicht um sie. Ich habe mich den Kopf mal gekratzt, also wer ist denn die Hauptfigur von Psycho? Vielleicht mal die Freundin von der Blondine, die ihr auf die Suche geht. Ich glaube, das taucht doch nicht. Ich denke schon, der Bates ist der Hauptfigur. Also, und in diesem Fall ist die Titel des Films, bezieht sich direkt auf die Hauptfigur. Ne? Psycho. es geht um so einen Psycho in dem Film. Und das tut tatsächlich Psycho, Norman Bates, Hauptfigur. The Lord of the Rings, Herr der Ringe. Auch wenn es ein Film ist, der wirklich sehr, also etlichen Charakteren, also mit reinbringt und wie gesagt, die Filme sind sehr lang, die sind so insgesamt, die drei Filme zusammen sind bestimmt so 8 Stunden lang und da ist es allerdings mehr oder weniger klar, wer die Hauptfigur ist und das ist der Frodo. Warum sage ich dies alles? Erinnerst du dich, wir gingen in dem Büro von dem Produzenten, Regisseur, ich glaube das war Düsseldorf oder war das Köln und der sagte uns, es hört sich an so wie etwas Schwieriges. Und wir dachten, ja, also der meint, das Thema sei schwer. Der vermutet, dass das Thema, dass die Handlung unserer Filmgeschichte sind so eher so schwere Sachen. War das aber, was er meint? Und warum haben wir ihn nicht gefragt? Was meinen Sie damit? Schwierig. Und ab und zu mal habe ich auch daran gedacht, was meinte er? Es hört sich an wie so etwas Schwieriges. Und ich könnte ein anderes Mal mehr darüber reden, also um meine Vermutungen hier zu erläutern. Bleibe es hier aber bei diesem Video, bei diesem Gespräch, nur zu sagen, möglicherweise meinte er, dass wir es vorhatten, zu versuchen, eine Multi-Protagonist-Filmgeschichte hervorzubringen. Na gut, es ist dann sehr unangenehm, wenn man will. Wenn man sagt, ja, okay, wir wollen das Rad nicht hier wieder erfinden, richtig? Also wir wollen zwar was machen, oh, so etwas, wie niemand jemals gemacht hat,
Allerdings das Rad wieder erfinden wollen wir jedoch nicht, oder? Und das ist sehr unangenehm ist, wenn man will, dass wenn einer fragt, also worum geht der Film, warum geht die Geschichte, dass man dann eher so sagen muss, letztendlich, ja, so es geht um so einen blöden Amerikaner und blöden amerikanischen Dichter und der lernt so zwei Kerle kennen, der eine ist Inder, der andere ist Deutsche und die machen Musik und der amerikanische Dichter macht so und so mit denen und so weiter und so fort. Also versuchen wir das Rad nicht wieder zu erfinden und ich glaube, hör mal zu, wir würden beide zusammen mit dem Norman Bates in einem Anstalt der Psychiatrie gehören, wenn wir meinen würden, also der Max müsste es unbedingt versuchen, irgendwie dieses Drehbuch zu verarbeiten und wo es um hauptsächlich um den René geht oder hauptsächlich um den Tobias. Okay? Hauptfigur. Size and Shades. Wie gesagt, die Verfassung, an der ich jetzt arbeite, die Geschichte fängt an, so mit dem Ankommen von dem Rich in Deutschland. Und wir machen den Richard doch kalt zum Schluss. Aber trotzdem wird das Ende irgendwie süß wirken. Das verspreche ich dir. Obwohl ich mich anhalte und sage, ja, es geht darum, wir schreiben, wir umschreiben, wir wiederschreiben, wir besprechen alles, wir reden wirklich alles so aus. Wenn dir etwas irgendwie scheint nicht zu passen, dann will ich nur wissen, warum. Okay? Und wenn wir so arbeiten, so konsequent, so direkt und so intelligent und so sorgfältig und analytisch, dann werden wir irgendwie ja den Punkt mal erreichen, wo das Drehbuch so perfekt aussieht, dass man meint, ja, also vom ganzen Anfang an bis zu Ende ist das sehr spannend. Boah, das ist wirklich ein Meisterwerk.